Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, ich bin in einer neuen Aufnahmesession, daher auch kein Panzer mehr, sondern gerade noch ein Hubschrauber. Und wir wollten, glaube ich, diesen Story-Einsatz machen. Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Okay. Dann flattern wir da doch eben hin. Wir gehen mal noch kurz rüber, dass wir es nochmal mit aufdecken hier. Salzminenarbeiterhaus. Okay. Ja, ich sehe so schon, dass da was los ist. Sterben da etwa alte Züge? Ja. Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Okay. Aber hier vorne sind noch welche, oder? Setze Drohne ein. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Okay, Oberarschloch suchen. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter. Das macht fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich habe hier ein Ziel mit... Wenn das Touristen sind, fress ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber sie haben keine Priorität, klar? Klar. So, dann machen wir hier mal einen kompletten Aufklärung drüber. Blanker Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Hab ihn. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Übertragen feindliche Positionen. So, also noch ziemlich viele, ne? Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ah, warte mal, wir schalten jetzt erstmal hier die Leute aus. Sekunde, geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getroffen. So, warte mal, nehmen wir mal meinen. So. Locker bleiben, alles ist gut. Der ist nicht runtergefallen, das ist schon mal sehr gut. Der fällt runter, wenn ich ihn erschieße. Wir gehen einfach weiter ran. Warte mal, da vorne sind Daten. Die nehme ich aber natürlich noch mit. Oh, was ist denn das hier? Dokument erhalten. Flugplan. Ah, so bringen die also ihre ganzen Sachen hier rüber. Interessant. Und so, jetzt müssen wir aber hier erstmal schauen, dass wir die Leute da dort kriegen. Ziemlich viele sind das, ey. Wie fliegt da die ganze Zeit ein Hubschrauber rum? Warte mal, hier vorne rennt auch schon wieder einer rum. Geh in Position. Hab das Ziel. Haben wir nicht gescheckt? Ui, zum Glück nicht, ey. Alter, das war knappe Kiste. So, der rennt hier sowieso nur was rum. Da ist noch einer. Weil der haut ja ab. Bald der uns bemerken tut. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Ah, wo ist der Vierte? Ich sehe das Ziel. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Eröffne das Feuer. Ein Drecksack weniger. Okay, nichts passiert. So, die sind weg.
Dann bauen wir nochmal 4. Du. Verstanden. Den, eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Ziel. Kommt der eine raus? Nee. Das war knapp. Tango beim Lagereingang. Warte, ich muss mich eben in Sicherheit bringen hier. So. Hören wir den mal gerade ganz kurz? Wir können darüber reden. Wir können verhandeln, okay? Sie und ich. Du willst einen Deal? Alles klar. Gib mir Reed und ich blase dir nicht das Hirn weg. Aguanta, ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reed macht alles über Mittelschmäler. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reed holt sie aus 5 oder 6 Dörfern. Orte, an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Als sie die Simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? No. Wir behalten alles für uns. Sueño würde jeden von uns zu El Pozolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, Is. Okay? Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Na klar auch. Nö, haben wir nicht. Bowman, Sie hatten recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt vor Suenios Nase. Hervorragend. Damit haben wir Reed endlich bei den Eiern. Bleiben Sie an der Sache dran, Nomad. Bin gespannt, was Sie finden. Was ist mit dem Netz für Kokainschmuggel? Gehen Sie dem ruhig auch nach. Reed ist an beiden beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Nomad Ende. So, mal kicken hier. Warte, hier waren noch irgendwo noch Daten, ey. Und Sachen, meine ich doch. Alles klar, verstanden, Cooper. Truppen sind unterwegs. So, und hier vorne möchte ich noch gerne die Kingslayer-Daten mitnehmen. Wo liegt denn jetzt dieser beknackt? Ach, da. Also, was haben wir denn hier? Legende erhalten. Aha. Der Zupfhut ist heute eine der Haupttouristenattraktionen in diesem Gebiet. Merkt man. Ach, kick an. Siehst du, jetzt rennen sie da gerade rennen. Deutchens. Wo habe ich denn unseren Hubschrauber abgestellt? War das nicht hier irgendwo in der Ecke? Ach, da. Du. Hubschrauber, wo bist du? So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein paar Sachen holen hier anscheinend. Was gab's hier? Ein Scharfschützengewehr. Mhm. Was gab's hier? Mikro T1 und G33, ein Leuchtpunktvisier plus Zieloptik. Ah, eine mächtige Präzisionszieloptik. Ich würde mal sagen, wir gehen mal gerade hier in diesen Vorposten. Ich meine, hier waren wir sogar schon. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Und tschüss. Ich da mal eben die Dokumente da holen. Chup. Also ich meine, dass wir hier oben schon waren. Also ziemlich viel Uni da, muss ich sagen, oder? Ach, da steht ein Panzer. Na, warte mal. Nö.
So. Haben wir jetzt dieses... Oh. Brauchen wir jemanden, der... Hätte ich jetzt? Feuer frei. So, jetzt fahren wir da mal rein. Ach, der kümmert sich schon drum. Den warten, bis das Auto da vorne explodiert. Wellen greifen Unidad an, das ist schon mal ganz gut. Warte mal, hier haben wir noch ein paar Leute stehen. Ernsthaft jetzt? So, dann steigen wir mal aus. Ich nicht, also ich, hier muss irgendwo einer sein. Gott, das Ding verzieht auch gewaltig, oder? Jetzt habe ich keine Tangos mehr auf dem Radar. Sauber. So, zack. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ja, machen die ja sowieso, wissen wir ja. Ja, hier vorne gibt es noch Informationen. Was haben wir hier? Das. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli, beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. Aber kein Heli. Hast du was? Kann sein. Es ist der Arbeitsplan einer der Fluglotsen vom Kuani-Flugplatz. Seltsamerweise muss dieser Typ immer dann arbeiten, wenn das Kartell Flüge plant. Was für ein Zufall. Schnappen wir ihn uns und finden heraus, was er über Reed weiß. So, wo ist das? Da hinten ganz. Hier ist ein Flugplatz oder was? Da ist nur der Lotse. Ah, was haben wir denn hier noch in der Ecke? Aber nichts mehr. Was haben wir hier noch? Fertigkeitenpunkt. Ach ja, stimmt. Mit dem Update gibt es jetzt hier irgendwie so einen Tier 1 Modus. Dafür muss ich aber Level 30 sein. Sollte aber, glaube ich, nicht mal allzu lange dauern. Nicht mehr fahren. Nee. Nur wegen dem einmal? Ja. Gut, wenn du das weißt, mein Freund. So. Komm her, ich möchte das ein bisschen über diese Salzwüste heizen, ne? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wo ihr überhaupt hin wollt. Was haben wir denn hier? Sind noch Informationen? Holen wir uns die erstmal. Da vorne, ne? Yes. Kommen wir darüber? Ja, es gibt einen Schleichweg. Feuer, Feuer, Feuer. So, räum mal auf jetzt hier. Ne, nicht den armen Kaktus. Die Tangos haben den Knall gehört, die wollen Ärger. Ja, ja, du kümmerst dich ja schon drum mit deinem... Oh. Schöne Scheiße, die sehen uns. Da wollte ich lang. So, komm her, räum mal auf hier. Da gibt es die Information. Begleitfahrzeug wurde zerstört. Granate, Vorsicht! Granate, Granate! Der Truck entkommt. Oh, die Tankstelle brennt. Kannst du mal auf die Leute schießen hier bitte? Oh,
Was ist denn vor daneben steht? Da steht doch einer. Schießt, danke. Ups. Oh oh. Ich steig aus. Hier geht mir gerade das MG da oben aus dem auf den Sack. Mann, ey. Um all das muss man sich ja selber kümmern. So, wo sind denn die Spacko jetzt hier? Na ja, lass mal ein bisschen Verstärkung. Ich hole mir erstmal die Information. Zack, und Nummer 3. Dann haben wir nämlich alles hier offen. Hier ist der Standort eines Kartellsenders. Deaktivieren wir ihn. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Tag, die Herren. Tag. Achtung, eine Unidad-Patrouille nähert sich. Ja, alles gut. Ach, das Ding ist auch im Arsch. So, dann haben wir hier Informationen gesammelt. Hier ist sonst nichts, ne? Nö, dann könnten wir eigentlich dahin weiter. Alles gut. Den Quarren noch aus dem letzten Loch, ey. Das ging besser nicht. Feuer. Verstanden. Zack, der ist weg. Das Unidad. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Lager, aber das ist komplett Unidad. Kommen wir da ohne weiteres dran vorbei oder müssen wir da einmal komplett durch? Wir fahren dann mal durch mit dem Panzer. Aber ohne zu schießen. Ich habe keinen Bock auf Unidad gerade. Du. Ich hasse Unidad, ey. Unbekannter Ort, unbekannter Ort. Guck mal, da oben ist auch, wäre auch noch was. Wichtige Aufklärungsdaten. Na, wir haben aktuell keinen Hubschrauber, ne? Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Hubschrauber. Weh, den droppt er mir direkt bei der Unidad, ey. Hubschrauber. Ja, super, da kommt gerade ein Unidad-Hubschrauber von oben. Unidad-Heli, unten bleiben. Auf den Boden, Hubschrauber. Fällt ja auch bestimmt nicht auf. Wenn da so ein Panzer rumsteht. So, da vorne haben wir das Ding hingesetzt. Markieren Sie den Nachschub. Ja, das ist da oben. Da können wir wahrscheinlich einfach landen. Gasolinera. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, bist du sicher? Ich sehe gerade nichts. Information nicht. Aber zumindest Treibstoff. Hey, die Unidad nähert sich. Unidad ist vorbeigefahren, die ollen Saftsäcke. Immer? Ah, da sind Informationen. Was ist das weg? War noch Meter. Ich mach das, ich fliege. Bin drauf. Aber nicht das, was ich gerade denke, ne? Flugabwehr? Doch, das Unidad. Ach, Kinders, ey, echt jetzt? Kein Bock auf Luftabwehr. Einer mit Maschinenpistolen. Hey, Kartellschütze, bei den Ruinen. Na, warte mal, hier vorne muss auch noch einer sein. Zack, der ist weg. Oh, Klumpets.
Zack, weg. Können wir uns die Daten hier nämlich noch holen. Sollte jetzt okay sein. Weil wir müssen da oben hoch. Schickes Haus. Wie komme ich da denn jetzt hin? Ist ein versteckter Raum oder was? Ne, hier lang. Oder? Ja. Boston, hier ist Nidia. Ist eine Weile her. Ich wollte wissen, wie die Dinge in Kuani laufen. Das Wetter ist gut, aber das rote Lama ist krank. Das was? Das rote Lama. Krank. Du hast Lamas? Das Lama, du weißt, was ich meine. Das mit dem Namen Antonio. Es läuft nicht mehr. Madre de Dios, nein, keine Ahnung, wovon du sprichst. Rede doch einfach mal Klartext. Die Leitung ist nicht sicher, Nidia. Jeder kann mithören, ich... Interessiert keinen Reed. Das hier ist Bolivia. Sag mir einfach, was los ist. Alles blendend. Das Flugzeug ist in Form und die Flüge laufen nach Plan. Ihr könnt Informationen sein. Antonio ist das Problem. Der Typ ist ein scheiß Cowboy. Er ist unzuverlässig. Man weiß nie, wann seine Ladung aus Morocco kommt. Wenn sie denn kommt. Na bitte, war das so schwer? Ich muss mit Antonio reden. Aha, okay. So, warte mal. Jetzt können wir aber anscheinend ohne Probleme da oben hin. Ah, aber nicht dagegen klingen. Na, oh, warte mal. Stopp, 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 stopp. Bitte stehen bleiben. Und zack. Super. Ich melde den Rebellen, wo es ist. Dann können sie es abholen. Puh, ich dachte schon, wir sollen das verdammte Zeug selbst von ihr wegtragen. Ich will ja so ein scheiß Hubschrauber rum. Gut, ich würde aber sagen, das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Bye bye und einen schönen Abend noch.